Junge, ist das kalt, Alter. Was haben wir denn heute im Programm? Mini John Cooper Works. Hallo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Uns auch. Wir haben den Sonnenaufgang und heute haben wir einen Kontrast zum letzten Video zum SQ8 am Start, nämlich den Mini John Cooper Works. Der Mini hat fast das genau gleiche Leistungsgewicht wie der SQ8. Der hat nämlich 5,8 Kilogramm auf 1 PS. Der SQ8 hatte 5,6. Alles klar, danke, ciao. Ja, und wir haben hier wieder das ganze Programm vor. Launch Control, Autobahn Run, wir checken den Innenraum ab und so weiter. Wir checken den Golf GTI Gegner aus England ab. Let's go! So Leute, der Mini hat sich echt gemacht, was den Innenraum betrifft. Wir checken jetzt kurz die coolen Features ab. So, jetzt sind wir im Innenraum. Generell sehr geil geworden, der Mini. Ja, jetzt schöne Sitze, Lenkrad ist toll mit Ledernaht und so. Haben wir fette Schaltpedals. Dann der Tacho ist jetzt mal hier rüber gewandert in den Display. Das Display. Wir haben auch ein Head-Up-Display verbaut. Harman Kardon-Anlage, das ist der Schlüssel. Und auch überall diese ganzen Details. Ich finde es einfach extrem gut gemacht, das ganze Chrom. Und die Hebel hier sind extrem geil im Mini, auch beim Dach hier oben. Und jetzt gebt euch den Innenraum porn. So, jetzt fahren wir erstmal richtig schön auf die Autobahn drauf zum Wachwerden. Es ist 7:30, hier ist mal die Kamera. Ja Freunde, jetzt sind wir auf der Autobahn unterwegs. Der Mini John Cooper Works hat 230 PS und 320 Newtonmeter. Er ist mit einem 8-Gang Automatikgetriebe ausgestattet. Jetzt haben wir wieder die Draghi App und das Draghi am Runnen und schauen einfach mal, was geht. Ja, jetzt haben wir direkt die 120 Messung. Ich gebe Vollgas. Let's go. Hast du Reset gedrückt? Ja. 120, 130. Junge, die Schaltvorgänge sind so geil, wie das nach hinten klatscht. 160. Und der schiebt 70. Junge, diese Schaltvorgänge. Baum. 190. 200. Was sagt die Zeit, Nils? 18,63. Okay. Also. Der BMW hatte ja 15 Sekunden. 10. Und der SQ8 hatte 14,6. Topspeed ist 246 angegeben. Mal schauen, was wir jetzt schaffen. Es ist extrem laut hier drin, das Dachfenster. Schau mal. Es ist extrem laut, ja. Klima ausmachen, haben wir mehr Leistung. Aber die Autobahn morgens. 2,46. Die Autobahn morgens ist so schön frei. 2,50. Oh, geil, Alter, das ist schon schnell. Extrem laut im Auto, mein Q8 hast du da gar nichts gehört. Ja. Also, mehr geht nicht. Geht sogar leicht bergab. So, Bremsen. Boah. Alter, der. Alter, stabil. Auf der Bremse fühlt er sich richtig gut an. So, jetzt geht's weiter beim Walkaround.
So Freunde, jetzt steht der Mini in Midnight Black, hier schön da, das ist das 2021er Modell. Es gibt auch die GP-Version, da wurden 3000 Exemplare angefertigt und der hat dann 306 PS. Dann bei der Front hat er diese schönen großen Katzenaugen und natürlich Luftanlässe in der Mitte, die Außen sind fake. Dann kommen wir zur Seite rüber, haben wir die 17 Zoll Leichtmetallräder, gibt es auch 18 Zoll gegen Aufpreis. Hier noch das schöne John Cooper Works Badge, genauso wie an der Front. Dann kann man die Außenspiegel und das Dach kann man in einer anderen Farbe noch konfigurieren. Und hier haben wir das schöne Panoramaglasdach verbaut. Genauso haben wir noch hier den schönen Dachkantenspoiler. Hinten haben wir noch die Lichter im Union Jack Design und die schönen 85 mm Endrohre. Es sieht einfach mega breit aus und da fährt einem wirklich keiner dicht auf. Jetzt schauen wir mal unter die Motorhaube. Let's go! I got food up in the fridge. Y'all keep looking for that new way. I think I like it how it is. Cold pizza on a Tuesday. I got food up in the fridge. Y'all keep looking for a new wave. I think I like it how it is. My shoestrings untied. I'm running full speed. So, schauen wir drunter. Ich glaube, ich hab nicht zweimal gezogen. So, apropos Motorhaube, da gibt es auch noch schöne Streifen, die kann man sich auch noch konfigurieren und ich finde allgemein auch das Schwarz und dieses Chrom passt zum Auto mega gut. So, 2 Liter Vierzylinder Turbomotor ist hier verbaut, den gibt es auch im Clubman und im Countryman und ist ein BMW Motor. Gebt dem Video mal einen Daumen hoch und wenn ihr es nicht gemacht habt, lasst ein Abo da. Dankeschön. Das Herz des Minis wird in Oxford produziert und schluckt 6 Liter. Wir machen jetzt noch eine Sitzprobe. Ja, wie sitzt man hier hinten drin? Das sind eher Notsitze, man hat nicht viel Platz. Der Kopf ist auch weniger als im BMW, gell? Ja, aber auf jeden Fall ein schönes Panoramaglasdach hier hinten. Was ist denn hier? Wenn ihr reingefallen seid, gebt ein Like. Jetzt gucken wir mal, wie der Vierzylinder mit OPF und Abgasnorm klingt. So, der Nils hat noch vergessen, hier den Kofferraum zu erwähnen. Da passen aber maximal 2 Bierkästen rein, da ist nicht sonderlich viel Platz. So, jetzt gibt es noch einen aggressiven Soundcheck, würde ich sagen. Boah, das hört sich schon geil an. Wave mal ein bisschen. Schön warm hier unten. Gut. So, und jetzt gebt euch die Rolling Shots. So Freunde, jetzt machen wir wieder die klassische Launch-Kontrolle in unseren Videos. Dafür halten wir jetzt hier an, schalten das Ganze hier in Sport rüber. Hier auch auf Sport. ESC. ESC. ESC muss ich auf Traction machen. Erklärt den Leuten mal, was ESC ist. Danke. Das ESC ist eine Art der Traktionskontrolle und die dazu gezielt einzelne Räder abzubremsen, gerade in Gefahrensituationen. Bei der Launch-Kontrolle wollen wir das natürlich nicht. Da soll das Fahrzeug möglichst schnell nach vorne und deswegen schalten wir die aus. Werksangabe sind 6,1 Sekunden. Wir haben wieder die Draggy-App am Start und messen die Zeit.
Ja, natürlich haben wir Vorderradantrieb. Und jetzt gucken wir mal, was geht. Erste Launch Control mit Vorderradantrieb. Ich bin gespannt. Okay. Boah, der hat richtig viel Spin gehabt. Ey, ein zweiter Auto. Aber der geht richtig gut. Der geht richtig gut. Okay. Boah. Also, Respekt. Richtig schnell. Ja. Geil. 6,62 Sekunden. Junge. Ist gut. 6,6, der hat richtig Wheel Spin gehabt, Alter. Ja, also 6,1 kriegen wir schon noch hin. Lass mal einen zweiten Run machen. Okay. So. Ich bin bereit. Fuß auf die Bremse. Launch Control aktiv. Alter, Wheel Spin. Junge, im zweiten Gang auch noch. Oh, der schiebt gut. Alter Falter. Was sagt die Zeit? 6,46. Boah, das geht noch besser, Digga. Nein, das ist doch voll gut. Oder? Junge, das ist halt einfach der Jack. So Freunde, jetzt machen wir noch die Kurvenfahrt. Ja, wir checken mal, ob das wirklich ein geiles Go-Kart hier ist, der Mini. Und ja, haut rein. Ja Freunde, jetzt checken wir mal das Kurvenverhalten ab. Mal ein bisschen drauflatschen in den Kurven, hätte ich gesagt. Ja, jetzt haben wir mal einen Kreisverkehr am Start. Kommt das Heck? Nee. Oh, schiebt nur drüber. Schiebt drüber. Alter, eins. Junge, mir ist gerade voll die Luft weggeblieben. Macht Spaß, oder? Voll geil. Ja, ist auch. Wenn du es so hier. Also, es. Junge, also das Handling. Also wirklich? Also, das Handling ist schon deutlich besser als im SQ8 auf direkte, wo ich jetzt gefahren bin. Sehr cool. Oder kann ich das auch nur so. Alter, der. Man vergisst jedes Mal, wie der marschiert. Man ja. Vergisst es jedes Mal. Und jetzt die gleichen Aufnahmen von außen. So eine Scheiße, Alter. Gerade einfach Drohne fliegen und dann dreh ich da in Kacke rein, guck. Oder ich glaube sogar Gülle. Eieiei. Da. Alles für den Shot, gell. Also Nils und ich hatten gerade richtig Lust beim Rumfahren einfach auf eine Challenge mal. Ja, das machen ganz viele YouTuber. Das geht so, hier startet die Linie, dann springt man hier drüber, fährt einmal vor um das Schild rum. Auto, steigt ein, löst die Handbremse, gibt Vollgas, fährt hier vor, muss hier rückwärts einparken, dann wieder raus, einmal hinten rum, in die Kurve, und dann kommt er hier wieder vor und durch die Ziellinie durch. Das machen wir jetzt. Der fängt an, Schnick, Schnack, Schnuck. Jawohl. Du gewinnst jedes Mal, an. Oh mein Gott. Okay. Also du fängst an. Ja, let's go. 3, 2, 1, go. Oh, drüber. Durch. So, jetzt einsteigen. Jetzt bin ich gespannt, wie schnell das geht. Meine Kamera zeigt. Oh, das war schnell. Ach, Scheiße, der kommt. Handbremse weg. Ja, Handbremse lösen, der hat mir gehört. So, und jetzt muss er einparken. Eieieiei. Ah, Scheiße! Oh, das kostet Zeit, nochmal nach vorne setzen. Sicher drin. Ja. Oh, ich glaube, der hat eine Flasche mitgenommen. Nee, ich kann.
Non-Stop. Ich sag die Zeit. 58 glatt. Alter, geil. 7-2, alles klar. Dankeschön an den Ehrenmann hinter mir. 3, 2, 1, go! Der sieht jumping. Fokus, Fokus, Fokus. Der Fokus war kurz weg, Felix ist drin. Schafft es zum Einparken? Nein, 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 das sieht gut aus. Ei, 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 ei. Ei! Falsch! Jawohl, jawohl, jawohl. Wichtige Punkte. Beziehungsweise wichtige Zeit. Sehr gut, sehr gut. Oh, er ist auf die Flasche drauf. Er ist auf die Flasche. Das gibt Strafzeit, das gibt Strafzeit. Wir holen die Zeit ins Bad wieder raus. Also Zeit haben wir jetzt nicht gemessen, die blenden wir euch im Video ein, dann mal gucken, wer besser war. Auf jeden Fall war cool. Ja, aber dafür hast du deine Flasche, zum Glück deine eigene, mit deinen Fahrkünsten ausgenockt. Deswegen würde ich sagen, du warst schneller, aber dafür einparken, können wir uns auch mal, nachher nochmal auf den anderen Camp angucken. War, glaube ich, nicht so gut. Das üben wir nochmal. Wir machen weiter. Let's go. Wie ihr euch vorstellen könnt, hatten wir wieder den geilen Tag. Auf jeden Fall 230 PS, die scheppern extrem weg. Man vergisst wirklich, wie gut 230 PS ziehen, vor allem wenn man eine Weile auf der Landstraße fährt und kein Gas gegeben hat und dann Gas gibt. Das ist echt eine richtige Spaßrakete. Man muss es mögen, so ein Mini. Ja, ist nicht für jedermann vielleicht der Stil, für jeder Frau. Aber auch der Innenraum mit so viel Chrom, das muss man echt mögen. Ja, auch vom SQ8 zum Mini war das natürlich jetzt ein mega Kontrastprogramm, aber ist einfach viel cooler für uns junge Leute. Ja, auf jeden Fall. Also für den Preis vom Q8 können wir sich echt drei Minis fast von dem kaufen und da würde ich drei von denen nehmen. Das stimmt. Ist auch eine andere Zielgruppe natürlich, so Mini, als der Q8. Wir haben in Zukunft auch noch weitere Formate geplant natürlich. Und das lassen halt gerade die Umstände auch nicht zu, mal mit mehr Leuten zu filmen oder mit anderen Leuten andere Formate zu drehen, aber da kommt auf jeden Fall was. Vergesst deswegen auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt knipsen wir das Licht aus. Ciao. Ciao.